Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich habe euch ein bisschen warten lassen, aber wir sind heute endlich mit dem allerletzten Song vom Elif-Album, endlich tut es wieder weh, am Start, und zwar mit Unendlichkeit. Der Song, auf den ihr alle auch gewartet habt, denke ich, weil ich da auf jeden Fall mit Abstand am meisten Kommentare zu bekommen habe. Ich habe mich heute dazu entschieden, mal wieder die alte Ansicht, die wir eine Zeit lang auf dem Kanal hatten, umzusetzen. Bedeutet, ihr seht mich in groß und Elif in klein, weil es hier ja kein Musikvideo gibt. Von daher denke ich, sollte das für alle auch in Ordnung sein, dass ihr mein Gesicht heute mal ein wenig größer ertragen müsst. Ich freue mich sehr auf den Song. Das ist der letzte Song vom Album, wie gesagt. Checkt gerne meine Elif Reaction Playlist ab. Da habt ihr, ich glaube, mittlerweile sind es über 40 Elif Reactions, die ich so gemacht habe. Die könnt ihr da alle ansehen. Und ja, ich freue mich jetzt halt drauf. Unendlichkeit heißt der Song. Ich habe noch nicht gehört, ich weiß noch nichts drüber. Nur, dass ihr alle drauf gewartet habt quasi. Und von einigen das auch der Favorite Song ist. Von daher freue ich mich drauf und würde sagen, wir hören direkt rein bei Unendlichkeit von der lieben Elif. Ich glaube, das ist ihre Stimme auch schon, die höre ich bei mir so auf dem rechten Ohr, je nachdem, ob ihr Kopfhörer drin habt oder nicht. Hört man ihre Stimme auf jeden Fall, die was singt. Schlag mir die Nacht um die Ohren auf irgendeiner Autobahn. Hab mich unterwegs verloren, ich wollte doch nur nach Hause fahren. Shit, jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Manchmal macht alles, aber manchmal macht doch gar nichts einen Sinn. Ich glaub, ich... Oh. Boah, der Song ist vom Feeling her ganz anders als jeder Elif-Song, den ich gehört habe. Ihre Stimme hört sich sehr rough an, sehr roh, sehr, sehr, ey, ich muss kurz was loswerden, oder, also wisst ihr, so irgendwie. Manchmal macht alles, aber manchmal macht doch gar nichts einen Sinn. Ich glaube, ich, oh, besser nicht. Man verändert sich, wenn man am Ende ist. Frag mich, warum mache ich das? Es wäre so schön, bist du noch da. Nein, ich kann nichts dafür, aber ich denk an dich. Die Tankanzeige sagt mir, ist nicht mehr so lang. Wenn du doch dort bist, verrat mir, wo fängt der Himmel an? Ich will zu dir, fuck, wieso konntest du nicht bleiben? Mach so vieles für so viele, doch wem will ich was beweisen? Man lacht, man weint, zusammen, allein. Man streitet, man teilt, mal ja, mal nein. Schätzt den Wert von allem, alles hat seinen Preis. Denn man bekommt, was man verdient, doch ich bezahle mit meiner Zeit. Hey. Oh mein Gott, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ja, der ist halt super rough, der Track. Also die Stimme ist jetzt hier nicht bis ins Unendlichste bearbeitet und keine Ahnung, das hört sich sehr personal an, sehr nahbar, sehr echt einfach irgendwie, was, keine Ahnung, ich habe wieder diesen Vergleich, den ich auch öfter schon bringe, aber wie so eine Tagebuchseite irgendwie, die sie uns hier gerade mitteilt. Boah. Kommt super schön mit der Melodie. Boah, das hittet schon, finde ich. Boah, ich bin hier und du in der Unendlichkeit. Allgemein, das zieht sich ja auch, dieser Verlust irgendwie zieht sich ja auch durch das ganze Album durch. Aber ich finde, gerade hier kommt er nochmal richtig, richtig stark zur Geltung. Ich bin hier schon seit ich 16 bin und will das doch nur für immer. Aber was, wenn sich eines Tages niemand mehr dran erinnert? Wollt doch nur, dass jemand sagt, ja, ich bin stolz auf dich, jetzt bin ich zwar da oben, doch was bringt's, wenn du da oben bist? Boah. Ich hab voll on Gänsehaut am ganzen Körper irgendwie. Ich finde, in keinem Song bis jetzt hat sie das so krass beschrieben wie jetzt auch zum Beispiel. Jetzt bin ich zwar da oben, also an der Spitze quasi von ihrem Erfolg, und sie sagt, aber was bringt mir das, wenn du da oben bist? Also noch weiter oben. Irgendwie hat sie sehr, sehr,
Hat sie sehr schön dargestellt, finde ich. Hab mein halbes Leben geopfert für mein Leben. Wenn ich Tränen in den Augen hab, sag ich, es war der Regen. War das nur dein Geist oder bist du mir gerade begegnet? Vielleicht tut's für immer weh, aber so fühlt sich halt das Leben an. Ich weiß. Ich finde auch, ihre Stimme hört sich so, ich würde nicht sagen weinerlich, aber so ein bisschen zitternd, ein bisschen, ja, man merkt einfach so diese Trauer, diese Ehrlichkeit hört man, finde ich, in ihrer Stimme auch sehr stark raus. Dass ich Fehler mach, denk manchmal, ich geb auf, ehrlich gesagt, denk ich das jeden Tag. Warum rennt sich denn eigentlich Herz auf Schmerz? Bin nur einen Schritt von dir entfernt, aber du weißt doch auch, dass ich den nicht gehen kann. Man lacht, man weint. Ich finde, man hört das echt krass in ihrer Stimme auch, wie sehr sie es mitnimmt einfach gerade. Allein, man streitet, man teilt, mal ja, mal nein, schätzt den Wert von allem, alles hat seinen Preis, denn man bekommt, was man verdient, doch ich bezahle mit meiner Zeit, hey. Boah. Richtig starker Song. Ich finde gut, dass wir auch, dass sie sich die Zeit nimmt für dieses ruhige, erstmal nur der Beat läuft und dann dieses Lass mich nicht in dieser Welt allein hittet auch nochmal so ganz krass irgendwie, finde ich, oder? Dieser Hilferuf fast schon, so Lass mich nicht in dieser Welt allein. Ist ein sehr, sehr schöner Song zum Abschluss vom Album, finde ich. Ich finde ihre Wortwahl an diesem Track ist wunderschön. Auf jeden Fall. Kann ich direkt sagen, Top 3 Songs vom Album, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Top 3 Songs vom Album. Mit Endlich tut es wieder weh, Mensch sein und der Song, würde ich sagen. Top 3 Songs vom Album, auf jeden Fall. Sie hat sich voll in ihrer Stimmfarbe, das hat sich so super verletzlich auch angehört, finde ich. Wovor ich immer ganz großen Respekt habe. Und wie ich auch am Anfang schon direkt gesagt habe, der Song fühlt sich sehr rough und sehr echt, sehr nahbar an. Und einfach als ob sie halt, ja, eine Tagebuchseite und ihre Gedankengänge und Gefühle wirklich einfach so einmal rough runtergeschrieben hat und dann aufgenommen hat irgendwie. Ich finde gerade, dass dieser unperfekte Vibe vom Song, der macht ihn gerade so perfekt, dass er eben nicht, keine Ahnung, dass man eben das Atmen hört in ihrer Stimme, in der Vocal-Line, dass man dieses Zittrige hört, diese Unsicherheit vielleicht, diese Ungewissheit raushört. Gerade das macht diesen Song so stark, finde ich, dass sie Mut dazu hat, das zu teilen so, und das unterstreicht eben nochmal das Thema des Songs irgendwie. Wunderschöne Melodie haben wir noch bekommen und ein richtig, richtig schöner Song, finde ich. Gerade, ich glaube, Menschen, die auch jemanden sehr, sehr nahestehenden vielleicht verloren haben, fühlen den nochmal mehr und können sich da nochmal mehr reinfühlen. Aber so oder so auf jeden Fall ein richtig schöner Song und für mich auf jeden Fall auch der passendste Song zum Abschluss von diesem wunderschönen Album. Holy shit, was war das für ein gutes Album? Was war das für ein vielseitiges, überraschendes Album mit so vielen verschiedenen Facetten, mit so vielen Songs, mit denen ich nicht gerechnet hätte, muss ich sagen, auf diese Art und Weise. Und mit einem wunderschönen Abschluss hier, finde ich jetzt. Krass, schreibt mir gerne mal eure Top 3 Songs nochmal in die Kommentare, würde mich super interessieren, ob sich das bei uns so ein bisschen ähnelt oder ob du vielleicht einen anderen Song ganz oben hast. Ich glaube, viele von euch haben Lonely auch ganz oben mit dabei. Mit dem habe ich mich mittlerweile aber auch angefreundet, muss ich sagen. Ja, ansonsten, Freunde, es hat mir mega Spaß gemacht, mit euch hier komplett reinzuhören. Vielen Dank, dass ihr alle so lange mit am Start wart und das weiß ich sehr zu schätzen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer und ciao.